Ihr seid aus dem seltsamen Loch im Himmel gefallen. Kluges Mädchen. Mutter sagt, ich mische mich immer ein. Vielleicht. Ich weiß alles. Fragt mich. Echt? Du weißt alles? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber wir fragen sie erstmal so ein bisschen aus. Was ist das für ein Ort? Das ist das Ufer. Dahinter liegt Trübwasser und dahinter sind Felder. Mit einem Boot kommt man zur Insel. Du weißt aber viel. Ich weiß alles. Fragt mich. Was ist hier in letzter Zeit passiert? Alina, die Tochter des Dorfpropstes, heiratet bald. Wegen Gold, sagt Mutter. Gut. Mutter sagt auch, dass sich Alinas Schwester, Selina, nach Julian verzehrt. Boah. Er ist Alinas Verlobter und lebt im Gasthaus. Was heißt eigentlich verzehren? Dass sie Julian wirklich mag. Ich dachte, sie weiß alles. Oh, Julian sehnt sich nach Alina. Selina sehnt sich nach Julian. Und Alina mag Julians Gold. Sehnt sich aber nach Adam. Erwachsene sind ja so dumm. Unbestreitbar. Ich weiß alles. Fragt mich. Das erinnert mich, ich glaube, an ein Lied von Knorkator. Ich weiß nicht, ob die Band jemand kennt. Knorkator? Ja, die haben halt so ein Lied, was so ähnlich aufgebaut ist wie das, was sie da gerade vor sich gegeben hat. Finde ich eigentlich ganz geil. Davon mal ganz abgesehen. Vielleicht kennt ihr das der ein oder andere. Ich weiß gerade nur leider nicht, wie der Titel heißt von dem Lied. Ich kann auch hier jetzt gerade leider nicht raustappen. Ich habe eine Stadt gesehen. Die versunkene Stadt eines uralten Volkes, voller Schätze und Ungeheuer. Jetzt wohnen Fischleute dort. Ich fürchte sie, aber der eine, der bei der Statue der Herrin sitzt, scheint nett zu sein. Ich verliere den Überblick. Und manchmal bringe ich den kranken und armen Elfen Fische, wenn der König der Fischer sie fängt. Und auf der Insel kann man der Herrin begegnen. Die ist noch schöner als Alina. Sie verzehrt sich auch. Ich kapiere gar nichts mehr. Dumme Erwachsene, wie könnt ihr euch um uns kümmern, wenn ihr nichts versteht und euch ständig verzehrt? Weißt du, wer ich bin? Euer Haar ist weiß, wie bei jenem Opa. Ihr seid hässlich, aber ich mag euch. Ein Glück. Ich weiß alles. Fragt mich. Alter! Ihr seid hässlich, aber ich mag euch. Hallo? Sehen wir etwa aus wie ein Opa? Ich meine, hallo. Ich könnte jetzt auch was zu deinen komischen Wangenknochen sagen und zu deinen sehr lieblos dargestellten Augen und zu deinem etwas sehr seltsamen Pony, aber du bist ein junges Mädchen, hier sieht mal das an. Es passt schon. Ist das Ufer sicher? Ja, manchmal kriechen die bösen Fischleute aus dem Wasser und vertreiben den komischen Fischmann. Ich verstecke mich dann unter der Hütte des Fischers. Schlau. Natürlich. Okay. So. Pass auf dich auf. Und wir dürfen uns jetzt wieder frei bewegen. Der ist der Fischmann. Und ich möchte auf jeden Fall erstmal speichern. Okay. Haben wir irgendwelche... Nein? Träger? Berengas Geheimnis haben wir auf jeden Fall mit rübergenommen. Die Pokerspiele. Okay, die Zähne auf jeden Fall noch. Okay. Aber wir haben immer noch nicht den einen Trank, den ich eigentlich wollte. Den kriegen wir einfach nicht. Diesen Raffas Absurd. Den sollte man ja eigentlich durch Leuwarden kriegen. Nach der ersten Quest, die man in Kapitel 3 dann quasi beendet. Durch die erste Hauptquest. Wir haben diesen Zauber oder halt diese Trankformel nie bekommen. Und das ist mein großes Problem gerade. Ich weiß, wir finden den Trank zwar noch mehrfach, aber ich hätte ihn gerne so, dass ich ihn selber herstellen kann.
Vielleicht in Kapitel 5 kann man ihn noch kriegen. In Kapitel 5 bringt er uns relativ wenig. Mutterchen. Herzol, Ulbaldhanol, oh, Graulol. Und ich bin Geralt. Ich freue mich, euch zu treffen. Dol, Grol. Ich spreche eure Sprache nicht. Ajolaol, ich euer Sprach gut sprechen. Offensichtlich. Reden wir. Ihr kniet vor Herren, wir reden. Ihr nicht kniet, ihr müsst Dragonlaul bald hohl sein. Ihr nicht reden. Also muss ich der Herrin des Sees die Ehre erweisen. Genau. Das Witzige ist, ich habe damals zu meinem Witcher Let's Play von der Herrin des Sees, die da ja gerade erwähnt wurde, von ihr habe ich damals ein Thumbnail erstellt. Und YouTube hat mich da tatsächlich angeschrieben und meinte so, ob ich das Thumbnail wieder raus... Oder, ne, dass das Thumbnail gelöscht wurde, aufgrund sexuellem Content. Die Frau war mehr angezogen als eine gewisse andere Dame in dem Spiel. Und ich habe mir da so die Frage gestellt, so, warum? Du siehst, auf dem Bild sah man gewisse Sachen einfach überhaupt nicht. Bei einem anderen Bild wiederum schon. Da habe ich mir nur so die Frage gestellt, so, ja, was ist denn schlimmer, wenn man jetzt komplett alles sieht oder wenn man nur teilweise etwas sieht? Also YouTube ist da echt so ein bisschen seltsam, finde ich. Was manchen Content angeht. So. Es war nichts Schlimmes, was da zu sehen war. Die Frau war bekleidet. Aber... Naja. YouTube hat das halt ein bisschen anders gesehen als ich. Joa. Ja. Vor allem, dann sollte ich mir noch die Arbeit machen für einen Part, der wirklich mittendrin ist. Ja, aber komm. Deshalb mache ich auch nicht nochmal einen neuen Screenshot. Also neues Thumbnail. Das ist halt auch nur Programme, die das kennen. Ja, trotzdem. Es war... Wie gesagt, es war nicht zu sehen und über die gewissen Szenen hatte ich halt auch den Titel des Spiels und die Partnummer halt hingeschrieben. Du konntest nichts sehen, nicht mal andeuten. Also ganz ehrlich, ich als kleines Kind, wenn ich das Bild gesehen hätte, ich hätte überhaupt nichts gesehen. Das hier war verdeckt, das unverdeckt. Ja, ich habe keinen Einspruch eingelegt, gar nichts. Ich habe dann gesagt, gut, okay, machen wir, ja. Ist raus. Verwende ich nicht weiter. Ja. Na gut. War besser so. Ich hatte keinen Bock, da irgendwie noch groß eine Mail zu schreiben oder zu sagen, so, ja, aber... Pff. Ist halt so. Macht man halt, ne? Passt. Es war ja nur ein Bild. Das andere haben sie ja drin gelassen. Schlimmer wäre es gewesen, wenn sie den kompletten Park gesperrt hätten. Wohl, Tal hoch. Obwohl nichts passiert ist. Also da gab es ganz andere Szenen, wo ich gesagt hätte, jo, das fliegt raus. Aber, gut, es war das Screen, oder das Thumbnail. Das war's halt. Was heißt Hexer in eurer Sprache? Witschmolol, Bohl. Witschmolol? Witschmolol, Bohl. Bohl sein müssen. Ohne Bohl heißt Idiot. Also gut. Ich bin Witschmolol, Bohl. Ja, so ihr seid. Irgendwie finde ich den cool. Ist alles in Ordnung? Meine Traurigkeit groß. Kein Frieden in mein Haus. Es tut mir leid, das zu hören. Reden. Gohl, Bohl. Tal, hohl. Gott, dann wird schon Dreiges passieren. Ja. Eine davon habe ich, glaube ich, gesehen. Eine davon habe ich, meine ich, gesehen. Damals noch. Ja. Es gibt, meine ich, auch in Gothic 2 eine Szene. Wo man... Oder also sagen wir so, was nicht gerade jugendfrei wäre. Also...
Ja. Habt ihr Arbeit für einen, der mit dem Schwert umgehen kann? Wohl, wohl. Geht's halt wirklich so Menschen, große Feinde der Wotjanoi. Die großen Hexe anheuern. Na gut, sagen wir mal, als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, war ich... Wir Menschen lieben wollen, aber sie schwimmen in unser Wasser. 9 oder 10 Jahre alt? Habe ich euch richtig verstanden? Noch ein Also ich habe so vielleicht noch ein bisschen anders in Erinnerung wohl, als du. Ist so, er weglebt wohl in Gruft. Ich muss mit ihm sprechen. Ist angezinkt. Ja, aber... Gut, es liegt wahrscheinlich wirklich einfach nur an meiner Erinnerung. Ja. Wie gesagt, mit 9 oder 10 habe ich diese Szene damals gesehen. Witcher, ja gut, da war ich älter. Und das, was man hier sieht, ja gut, das sind immer nur so kleine... Du siehst die Frauen zwar ohne irgendwas, aber... Wenn man selber eine Frau ist, weiß man, wie man als Frau aussieht. Also, das ist nichts Neues. Bei Witcher 3? Ja, gut. Ja? 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 Aber hierbei geht es halt wirklich, das ist immer so in Kartenform, sag ich mal. Jetzt setzt halt so eine Spielkarte. Darauf ist das halt abgebildet. Du siehst wieder die Szenen richtig noch. Und sonst irgendwas. Hier im dritten ist schon ein paar Mal echt weh. Okay. Ja, nicht schlecht. Hier, willkommen, die ist zum Beispiel viel leichter bekleidet als die Dame Wäre im mein See. Leid nicht, würde ich nur Find zu ich. Gern mit euch schwimmen. Was betrübt euch denn? Reden wir. Du siehst alles! Du siehst alles! Bei der Dame im See sind die gewissen Teile verdeckt. Und da sieht man alles und da hat man nichts gesagt. Da hat man nichts gesagt. So, das ist dieser Sinnes- oder dieser Gedanke, den ich nicht verstehe. Ich meine, hat sich mal jemand diese Frau angeguckt? So. Also, ich kann im Nachhinein drüber lachen, aber so im ersten Moment dachte ich mir echt so, hä? Was wollt ihr von mir? Bitte was? Aber okay. Wir streichen das Thema jetzt einfach mal. Wir machen jetzt einfach weiter. Ihr habt ein Leid erwähnt. Wahrhaft schrecklich. Was soll mit der sein? Ich habe meine prachtvolle Türkishalskette verloren, als ich im Mondschein schwimmen war. Ein Geschenk der Herren des Sees. Wo seid ihr geschwommen? Sie sieht doch ganz normal aus, oder? Für gewöhnlich bade ich im See, doch in jener Nacht wagte ich mich in den Fluss in der Nähe des Dorfes. Ich weiß nicht, was Leider mit der sein soll. Leider lauern dort die Ertrunkenen, die von C4 angeführt werden. Der ist nur kalt. Der ist nur kalt. Etwa grün. Sie hat einfach was Falsches gegessen, deswegen ist es so grün im Gesicht. Wer ist C4? Einst war er einer der berühmtesten Diebe Vysimas. Er bewegte sich so lautlos wie der Wind. Und hübsch war er obendrein. Und jetzt? Als er einst durch die Kloaken floh, erwies sich seine Beute als zu schwer. Er wurde einer der ertrunkenen Toten, aber alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Stiehlt er immer noch? Gewiss. Zweifellos hat er meine Halskette gestohlen. Und die Ertrunkenen beschützen ihn. Ich werde nach eurer Halskette suchen. Wunderbar. Ich habe kein Gold, um euch zu bezahlen, aber vielleicht finde ich etwas anderes, das euch von Nutzen ist. Dann sind wir uns einig. Ich warte am Ende des Strandes auf euch in einer verzauberten Lagune. Lebt wohl. Okay. Gibt es hier ein Lagerfeuer? Ja, es gibt ein Lagerfeuer. Das ist gut. Die Knarze nehmen wir einmal mit. Und dann warten wir einmal bis zum Morgen. Jetzt sind hier wieder diese komischen Affenwesen. Das passiert so nicht, was da stehen soll. Sie sehen aus wie Affen. Es sind aber keine Affen. So. Da ist wieder dieses Mädchen, was ja angeblich alles weiß. Mir ist langweilig. Ja, schön, dass sie langweilig ist. Mir ist nicht langweilig und ich will mich hier ein bisschen umgucken.
Da ist das Boot. Damit kommen wir zu der einen Insel später. Hier kommen wir nicht rein. Wir müssen nicht von dieser Seite. Und hier kommen wir rein. Der lümmelt jemand im Bett. Hm? Seid gegrüßt. Ihr seid der König der Fischer, richtig? Mhm. Sagen wir, ich habe in der Gegend etwas Geschäftliches zu erledigen. Ich bin ein Hexer, wisst ihr? Gibt es in dem See irgendwelche Ungeheuer? Amphisbäne? Libellen? Wasserkriecher? Nein? Verstehe. Der See ist sicher, da wir gerade so nett plaudern. Dürfte ich euer Boot benutzen? Passt auf euch auf. Ja, das war eine sehr genaue Antwort dessen, was wir hören wollten. So. Nee, das brauchen wir nicht. Dann. Okay. Gehen wir da raus. Wir könnten jetzt einmal in die Richtung oder einmal in diese hier. Wir aber erstmal zu dieser hier tendieren. Denn in die Richtung, in die hier, müsste ein Dorf liegen. Zu dem ich erstmal möchte. Straße durch den Wald. Da liegt schon wieder ein Leichnam. Leicht zerfleddert, aber auch nur leicht. Okay, da geht's zur Gruft. Da gehen wir später auf jeden Fall nochmal hin. Ich möchte erstmal mich im Dorf umsehen. Ja, Straße zum Dorf. Das klingt gut. Oh nö, nicht Rittersporn. Geralt! Rittersporn. Wie kommt ihr denn hierher? Per Teleportation. Triss hat mich auch teleportiert. Das war so aufregend. Ich wollte schon immer wissen, wie sich das anfühlt. Das hat sie für euch getan? Sie muss einen guten Tag gehabt haben. Und? Warum hat Triss euch teleportiert? Sagen wir, sie bewahrte mich vor dem Kuss des Todes. Interessant. Vielleicht verwende ich das für meine neue Ballade. Auf jeden Fall ist das hier ein bezaubernder Ort. Der verkauft Schokolade. Triss sagte, wir sollen hier bleiben, okay, bis Prinzessin Adda nicht mehr davon träumt, euch die Kehle aufzuschlitzen. Da echt? Muss ich ihr wohl zustimmen. Dann erzählt mir ein bisschen was von diesem Ort. In Prosa, wenn es euch nichts ausmacht. Es ist eine bezaubernde Gegend mit magischem Flair. Die Bauern wirken vollkommen glücklich. Und die Bäuerinnen. Ja, da gebe ich dir geht recht. Geht es vielleicht etwas und genauer, Rittersporn? Herzlich willkommen in nun, meinem Stream. Nun, es soll eine Hochzeit geben. Alina, des Bürgermeisters Tochter, wird Julian heiraten. Aber ja, Teil 1 ist echt schon so ein bisschen... Und dann wären da noch die Worte neu. Seltsam. Oh, Alina kümmert sich um Alvin. Um unseren Alvin? Also das ist war für mich echt gewöhnungs- ja, außer gewöhnungs- er hat einen bedürftig. Zwillingsbruder. Rittersporn. Diese ja. Kurse ein bisschen näher. Oh, da fällt mir geil. Etwas ein. Schön, dass Triss du das auch mal sagst. Ihr sollt auf ihn aufpassen, weil ich, andere ich hab hinter mich ihm so her sind. Ich habe mich so oft über die Synchro beschwert. Oder so, so ähnlich. Oft. Und du noch bist der etwas? Erste, der das ich auch sagt. Ich glaube nicht. Der Erste. Und jetzt gehe ich zur Taverne, zu einer schönen Maid, die mich aufzumuntern versteht. Schön. Wirklich schön. Ich bin nicht mehr allein mit diesen Gedanken. Das ist toll. klingt wie ein wie so ein Schokohersteller. Rittersporn. Praktisch. Ja, dürfte da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Gespielt habe ich jetzt tatsächlich nie, weil ich mich die Störung sonst die Konzession abschreckt. Also, an sich die Störung geht, das Kampfsystem. Das war wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Also, ich habe
ein Let's Play von gemacht damals. Ich glaube so vor 1-2 Jahren. Und ich kam mit dem Kampfsystem null klar. Null. Mittlerweile geht es, weil ich habe schon einmal durchgespielt. Ich komme so mit den wichtigsten Sachen komme ich klar. Nur nicht mit allem. Zum Beispiel halt mit diesen Waffen verbessern. Wie ich halt meine Waffe besser kriege und so weiter und so fort. Ja gut. Aber ich komme auch so durch. Davon mal ganz abgesehen. Aber Kampfsystem kriege ich langsam hin. Was mich sehr stört, ist die Synchro und wie es übersetzt wird teilweise. Das stört mich so mit am meisten. Also ich merke selten über Synchro. Aber hier klingt es ein wenig, als hätten die ja zu, wie sie sich da austoben dürfen. Ja. Ja. Also ich finde, Geralts Stimme geht noch. Die ist ganz okay. Die von Triss ist auch noch in Ordnung. Wenn wir jetzt zu den kleineren Dorfbewohnern kommen würden. Ich habe vorhin, da waren wir in der Stadt noch, da habe ich mich über eine Stelle aufgeregt, wo halt beim Text selber, du hast einen Text gehabt, der vor mehreren Spielstunden schon mal kam, wo dann einfach hinten, also erst wurde verneint, dass du die und die Sache noch nicht hast. Und direkt im Anschluss kam dann halt direkt so, ach ja, das habe ich ja. Und nicht, ach so, ja, habe ich ja doch schon gekriegt oder mit einem Zwischensatz, sondern es ging direkt so, du hast Nein gesagt und direkt danach hast du Ja gesagt. Und dann noch mit einer Betonung, die einfach unterirdisch war. Wo ich mir auch dachte so, Synchro, okay, minus 30.000 am liebsten, aber ja, gut. Und manche Sachen dann auch so, wenn manche Spiele, also manche Charaktere so reinrufen, so. Ja. Musste das jetzt sein? Oh, hallo? Synchro? Nee. Aber ich muss sagen, Box ich das Ganze anzuschauen, habe ich schon. Einfach damit ich die Story verinnerliche. Nein, ich kenne tatsächlich gar nichts von dem Teil. Also ich bin jetzt. Es gibt 5 Kapitel. Also es gibt einmal den Anfang, den Prolog, dann gibt es 5 Kapitel und dann gibt es den Epilog. Wir sind jetzt beim 4. Kapitel. Du kannst dir aber, wenn du die komplette Story sehen möchtest, kannst du dir vorherige Streams nochmal ansehen bei mir. Dann kannst du die Stunden davor schon mal sehen, aber ja, ich bin schon relativ weit. Ich bin schon... Ja... quasi das letzte richtige das vorletzte richtige Kapitel, bevor es so Richtung Ende geht. Du hast halt das Level vor der Stadt hast du verpasst und die Stadt selber hast du verpasst. Aber wie gesagt, du kannst es dir auch gerne in meinen älteren Streams ansehen. Müsste noch alles vorhanden sein. Aber für sicherlich hohe Alter ist das Game schon Scham. Das auf jeden Fall. Also es ist grafisch, finde ich, gar nicht mal so schlecht. Es gibt deutlich schlechtere Games. Das Einzige, was halt wirklich für mich schlecht ist, ist die Synchro. Also von, wie gesagt, von Geralt geht es, von Triss geht es auch, finde ich. Es gibt manche Charaktere, da kannst du dich vor Lachen in die nächste Ecke stellen. Das Kampfsystem ist gewöhnungsbedürftig. Aber ansonsten geht es. Die Quests sind auf jeden Fall knackig. Du kannst auf jeden Fall schon mal stundenlang damit zubringen, zu überlegen, wie da jetzt was funktioniert. Das muss ich dem Spiel zugutehalten. Das ist gut, dass... Ne? Das passt. So, und du kriegst halt auch wirklich so, dass... einiges halt anders läuft. Oh, Nereus, danke für deine 3-Euro-Donation. Danke. Oh. Vielen lieben Dank. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh. Vielen lieben Dank. Also... So, um nochmal darauf zurückzukommen. ich kann dir das Spiel auf jeden Fall mal empfehlen. Es
bedarf aber einiger Überwindung. Es bedarf wirklich einiger Überwindung. Ich bin damals wirklich in dieses Spiel reingestoßen worden. Einfach weil ich gedacht habe, okay, Teil 3, ja, ich komme mit Teil 3 nicht klar. Wir machen das jetzt einfach. Mit Teil 3, ich bin in eine Welt gestoßen worden und ich dachte, wer ist Nilfgaard, wer ist Temerien, wer ist eigentlich Geralt, was sind die Hexer? Und ich dachte so, jo, läuft. So, und dann gedacht, okay, es gibt den ersten Teil, jo, machen wir den ersten Teil, dann, oh, es gibt ja zu dem, oder es gab ja eigentlich Bücher, worauf dieses Spiel basiert. Gut, lesen wir erstmal die Bücher, bevor wir die Spiele anfangen. Dann, gerade den ersten Band der Vorgeschichte fertig, kam die erste Staffel der Serie raus und ich dachte so, jo, passt, geil, Serie, läuft. Da freut sich der. Ja, natürlich freue ich mich darüber. Ganz ehrlich, das war jetzt meine zweite Donation und oh, ich freue mich da so mega drüber. Vor allem, ich mache das wirklich einfach so aus Spaß an der Freude. So, weil mir viele immer gesagt haben, so ja, stream doch mal, mach doch mal. Und ich habe vorher immer nur Let's Plays gemacht. Und da dachte ich so, ja, ich traue mich nicht zu streamen. Ja, ich habe das immer weiter rausgeschoben. Dann habe ich vor 3 Monaten gesagt, okay, komm, ich bin umgezogen, ich habe einen guten PC, komm, wir streamen einfach mal. Und dann habe ich so viel Freude daran gehabt, bisher auch immer noch. Und ich habe halt wirklich nur so, ne, ja, falls mal jemand Bock hat, kann ich ja mal eine Donation reinpacken. Und ich habe halt nie diesen Ansatz gehabt, okay, ne, man kann ja Donation, so. Ich möchte damit Geld verdienen, das war nie so die Intention dahinter, sondern wirklich eher der Spaß. Da dachte ich so, ja, okay. Oh, tut mir leid, ich sehe jetzt da was und musste drauf drücken. Ja, alles gut. Dafür sind die Sound Alerts da. Mein Freund macht das durchgehend. Wie man sieht, damals mit seinen Freunden zusammen an einem PC sitzen und quatschen, während einer spielt. Ja. Ja. Das finde ich genauso. Immer wieder, also, immer wieder sonntags. Mache ich halt auch mit Freunden. Da spielen wir dann halt zum Beispiel Goldfish, Fall Guys, Among Us, Dead by Daylight und so weiter. Das spielen wir dann halt wirklich alle zusammen im Stream und es ist einfach richtig cool. 3 Euro, 10 oder? Und davor? Die allererste Donation war 1 Euro, tatsächlich. 1 Euro war die allererste Donation. Und das war, vor 5 Tagen. Da war die allererste Donation. Warum hat Geralt 3 Schwerter? Also warte, kann ich dir erklären? Das hier ist einmal das normale Schwert, für Menschen, also wenn ich jetzt gegen Menschen kämpfen würde, wäre das jetzt halt das normale Schwert. Genauso wie das hier, das ist quasi so das zweite Schwert, was auch für Menschen ist, oder gegen Menschen. Was dann halt aber noch extra Effekte hat, wie halt hier Schaden, gut minus 20%, Chance auf kritische Effekte, Schmerz, Bluten und Präzisionstreffer plus 30%. Das heißt, das hat nochmal extra Wirkung. Hier ist halt das normale Hexerschwert. Und dann haben wir noch eine Axt, die in Kombination mit anderen Kampfstilen funktionieren könnte. Also, ja. Ich habe quasi 4 Waffen, davon benutze ich eigentlich nur 2. Die anderen sind einfach nur, ne, zum Protzen. 3, also jetzt, wenn es weitergeht, wird gesteigert. Dann muss das nächste 9 spenden. Wer Geralt Zorro nachmachen will. Stimmt, du hattest ja vorhin erwähnt wegen Zorro, ja. Eigentlich müssten wir echt nur noch hier bei Geralt einmal so die schwarze Maske, schwarze Kutte und dann, ne? Wäre das Zorro. So. Jetzt wollen wir hier aber mal kurz ein bisschen weitermachen. Ich hätte gerne einen Happen. Ja, ich hätte auch gerne einen Happen. Ich habe mir auch schon wieder ein bisschen Hunger, aber... Verflixt. Ein Kuhfan. Hallo, Frau Kuh. Seht sie euch gut an, Herr Hexer. Eine Kuh wie die kriegt ihr wohl nie wieder zu sehen.
Sie ist beeindruckend. Seht nur ihr glänzendes Fell, ihren Schwanz und das Euter. Wir wollen sie mit dem Preisbullen aus Bullendorf paaren. Das wäre doch was. Eine weltberühmte Zucht. Zweifellos. Ach, unsere Erdbeere ist so schön. Auf bald. Die Kuh heißt echt Erdbeere. Die Kuh heißt echt... Was sollte ich gleich wieder tun? Okay. Okay, ja gut. Also falls ich jemals eine Kuh besitzen sollte, nenne ich sie auch Erdbeere. So, haben wir hier jemanden, der draußen rumläuft? Oh, Nereus, du treibst nicht. Deine E-Mail ist so kreativ. Ja, die ändere ich bald. Die kann ich in zwei Wochen kann ich sie ändern. Dann kriege ich, also dann mache ich mir tatsächlich mein professionelles, meine normale E-Mail-Adresse dafür. Oh, aber vielen lieben Dank. Oh, du bist doch irre. Ah, vielen lieben Dank. Gott, jetzt habe ich komplette Faden verloren. Danke. Ah, so, ist hier irgendjemand zu Hause? Nein, können wir irgendjemanden klauen? Nee, Fisch will nicht klauen. Okay, wir müssen erstmal ein bisschen was hier loswerden. Tafelwasser brauchen wir nicht. Hallo, hübsche Frau. Wobei, na, so hübsch sind sie dann doch nicht. Wir gehen mal wieder. Irgendwo gab es doch hier noch Leute, mit denen wir reden konnten. Haus des Dorfhofs. Das machen wir nochmal. Hörchen. Seid gegrüßt. Hallo. Wie nennt man euch denn? Geralt von Riva. Hexer. Welch ein Glück, dass uns gleich zwei Hexer besuchen. Hoho. Ich, Tobias Hoffmann, bin der Dorfpropst. Euch auch. Hoho. Bestientöter, was führt euch hierher? Okay. Ich wollte mit euch über die Wodja Neu sprechen. Um dieses Geschäft kümmert sich Julian. Geschäft? Er fischt Schätze aus dem See, restauriert sie und schickt sie auf die Märkte von Visima. Sagen wir mal 60. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Zwei sieht das schon ein bisschen eine besser Kreatur, aus. Die wie ein Fisch mit Beinen aussieht, erscheint am See. Es heißt, die Gruft auf den Feldern beherbergt eine Bestie. Sie hat riesige Zähne und gleicht einer toten Schwiegermutter. Sie soll grässlich sein. Gibt es Belohnungen für diese Kreaturen? Bringt mir einen Beweis. Das wollte ich nicht. Dann bin ich großzügig. Erzählt mir mehr. Worüber? Dürfte ich rein theoretisch noch gar nicht machen. Tippisfim. Ja, wollte ich tatsächlich machen. Eventuell in zwei Wochen, wie gesagt. In zwei Wochen mache ich dann halt auch eine andere E-Mail-Adresse. Und dann mal gucken. Mal gucken, wie ich das dann hinkriege. Ich habe mich jetzt bisher immer an einen Kollegen gewandt, der mir da so ein bisschen bei geholfen hat. Und das war jetzt so das Einfachste, was ich hingekriegt habe tatsächlich. Für alles andere möchte ich erstmal alles privat so geregelt haben. Deswegen... Also in zwei Wochen sieht dann die Welt schon wieder ein bisschen anders aus, da erinnere ich das dann, sofern es geht. Und ja. Aber trotzdem vielen lieben Dank. Gibt es Würfelspieler in der Gegend? Das ist ein beliebter Zeitvertreib. Bestientöter. Ich bin auch kein schlechter Spieler. Wir sollten uns mal zusammensetzen. Wie gesagt, ich mache das nicht wegen Geld. Ich mache das wirklich einfach nur... Ich habe Spaß dran. Ich habe Spaß dran, euch mal Spiele zu zeigen, die ich gerne spiele, mit euch neue Spiele zu entdecken. Und zum Beispiel wie bei dir mit deinen Spielen, die du mir jetzt so vorgeschlagen hast, wie Vampire's Dawn war das, glaube ich.
die ich dann halt auch mal kennenlerne, die ich dann hier in so einem Stream spiele. Das ist eigentlich so, ja, einfach neue Spiele kennenlernen, neue Leute kennenlernen und andere an meiner Freude quasi teilhaben. Und vielleicht auch an meiner Trauer, wenn ich mein Spiel habe, was nicht so gut ist. Silent Will. Dieses Spiel existiert nicht auf meinem Kanal, das lösche ich einfach wieder. So, wir spielen jetzt einfach mal Poker, ne? So. Okay. Würfeln. Lass die Würfel holen. Ja. Poker mit Würfel, ja. das gibt's tatsächlich. Das habe ich schon mit Freunden so privat gespielt, tatsächlich. Problem war, damals habe ich es nicht verstanden, aber damals war ich auch ein bisschen sehr betrunken. Wobei bei uns hieß es damals auch nicht Poker, sondern irgendwie anders. Aber ja, sowas gibt's auch. Mit Würfeln. Und das ist halt hier das Minispiel davon. Sowas hatte ich auch schon mal in einem anderen Spiel. Ich weiß auch gerade nicht mehr. War das Fluch der Karibik? Ich glaube, Fluch der Karibik war es. Ich habe mir nur mit Kartenpoker gespielt. Ja, ich zuvor auch. Dann habe ich mit meiner Gruppe damals auch mit Würfeln gespielt. Und dann habe ich dann in Videospielen habe ich das dann gefunden, dass es sowas dann auch gibt. So, 3-3-3. Machen wir hier und das. Und hoffen, dass wir... Ja! Wir sollten eigentlich gewonnen haben. Ja! Haha! Das habt ihr in den Eiern. Das habe ich nicht gesagt. Wir gehen einfach wieder. Oh, ich soll es mal schaffen. Muss ja morgen arbeiten, ich Armer. Oh, ach, scheiße. Streamst du morgen? Also morgens für mich nicht, aber am Sonntag wieder. Sonntag, Montag, was Dienstag, tun? Donnerstag und dann halt wieder Freitag, Sonntag. Eventuell auch Samstag, aber mal gucken. Mal gucken. Aber morgen nicht. Morgen habe ich Besuch von einem alten Schulkameraden. Da spielen wir dann einfach mal privat ein bisschen was. Aber am Sonntag bin ich auf jeden Fall wieder am Start. Bestientöter? Gibt es in der Gegend Anderlinge? Am Ufer leben Elfen. Was für eine üble Bande. Ich wollte ihnen etwas übrig gebliebenes Essen geben. Die haben mich so kalt angesehen, dass ich fast erfroren wäre. Sie sind ein seltsamer Haufen. Aber ich habe hier im Dorf schon genug zu tun, auch ohne mir über sie Gedanken zu machen.